Liebe Zuschauer, war ein bisschen ein turbulentes und auch ein dramatisches Jahr für Jeanette Biedermann. Der Abschied von Anna und die Liebe auf der einen Seite und dann die schlimme Krebserkrankung ihres Vaters. Ein Jahr, das nun aber ein Happy End finden könnte. Ihrem Vater geht es auf jeden Fall besser. Sie selbst kehrt auch wieder zurück in den Schoß von Anna und die Liebe, in die Familie zurück und glänzt heute Abend im großen Sat.1-Movie Call Girl Undercover. Und bevor wir gleich mit ihr sprechen, gucken wir da mal rein. Es gibt eigentlich nur eine Sache, von der Callgirl Lizzie wirklich Ahnung hat, von Männern. Doch als sie den gewissenlosen Zuhälter Kante unfreiwillig bei einem Mord beobachtet, wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Jeanette Biedermann bei den Dreharbeiten. Ein Callgirl zwischen Leben und Tod. Mit der Rolle hat sie kein Problem. Alles. Ich bin für alles offen. Außer natürlich, ich würde nichts spielen, was verwerflich ist. Also in dem Sinne so, dass man wirklich sagt, das kann man oder darf man auch niemandem zumuten, aber ansonsten bin ich für alles offen. Lizzie wird nach dem Mord entdeckt. Ihr erster Weg auf der Flucht führt sie in die schützenden Mauern des Berliner Morddezernats, wo sie durch Zufall einen Job als Sekretärin ergattert. Und ein bisschen Erpressung ist auch dabei. Das, was die können, das kann ich alle malen. Ich meine, ich weiß, wie die Männer Menschen ticken, wie sie so sind. Na, das sagen viele. Also du zum Beispiel, du bist stockschwul und keiner soll's wissen. Oberblödsinn. Keine Sorge, ich sag's auch keinem. Also nicht unbedingt. Ich brauche diesen Job. Es ist wichtig. Doch Lizzie ist damit noch lange nicht in Sicherheit. Es kursiert womöglich ein Kopfgeld für eine Unbekannte. Es haben bereits zwei Frauen ihr Leben bezahlt, die der Gesuchten wohl ähnlich sahen. Wir wissen noch nicht, wer das ist. Lizzie kämpft um ihr Leben und die Liebe mit Witz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein bis zum großen Showdown. Da ist sie, Jeanette Biedermann. Schönen guten Morgen. Morgen. Freuen Sie sich, dass du da bist. Du, Patsch, Patsch, Patsch. Patsch, Patsch, Patsch. Das war eine schöne Szene, ne? Die, wie im Tatort von früher, ne? So die dünn, 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 dünn. Ja, also für mich, also jetzt im Nachhinein gucke ich es mir an und sage, hey, cool. Ja. Aber während flink der Dreharbeiten, ne, ich musste vor allen Dingen ungefähr, weiß ich nicht, gefühlte 93 Stunden am Stück durch die Gassen da rennen. Und dann war noch eine andere Einstellung. Oh, wir müssen nochmal von hier. Und dann hat er mir zu mir gesagt, renn um dein Leben, renn um dein Leben. Und am Ende hat alles gezogen, meine ganzen Oberschenkel am Abend. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl. Schauspielerin. Kurz vor 30, du, geht nicht mehr so. Aber du hast ja auch gerade gesagt, vielleicht steigst du bei uns auch mal ein, weil das Frühaufstehen magst du ja so gern. Das liebe ich. Nein, was mich hier an eurem Job reizt, ist, dass ihr dann auch Feierabend habt relativ früh. Das finde ich spannend. Ja, das ist ja auch Aberglaube. Wir beschäftigen uns ja nur mit, wir zum Beispiel gestern den ganzen Tag mit dir beschäftigt. Ne? Oh. Unter anderem habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie das so ist so für dich. Zum einen bist du da Lizzie, wenn wir die charakterisieren würden, die ist auf jeden Fall tough. Ne? Ja. Die ist flink, wie wir gesehen haben. Na ja. Und im Vergleich zu, ein bisschen von der zu Anna, Anna und die Liebe, die ist ja nun das komplette Gegenteil. Ne? Genau. Und dann, wo bist du da? Also bist du da in der Mitte, in echt? Naja, bist du das alles auch? Also das sind ja Rollen, die ich spiele. Insofern, klar, steckt immer ein Teil von einem selber in einer Rolle in gewissem Maße, ja, weil man das ja auch erfindet und sich ausdenkt und sich überlegt, wie kann die sein und was bringe ich dabei sozusagen. Genau. Ja. Aber ansonsten, ich bewege mich natürlich außerhalb der Prostituierten und dem Schlechthandel. Das hoffen wir sehr. Konntest du denn für die Rolle der Lizzie auch recherchieren? Im Rotlichtmilieu zum Beispiel? Das brauchte ich nicht, weil die Tatsache, dass sie eine Prostituierte ist, wirklich im Prinzip nur am Anfang des Filmes eine Rolle spielt und dann nicht mehr. Also, dann geht's um andere Sachen. Also, worum geht's denn noch so? Also, ich bin ja sehr gespannt auf heute Abend, auf den Film. Kurze Inhaltsangabe. Würde es dir gefallen, wenn es nur darum ginge? Nee. Ich meine nur um die Stange und mich. Ach, weißt du, sagen wir mal so, hast du da Tanztraining jetzt extra genommen oder konntest du das schon? Nein, also ich habe mich ja nur so ein bisschen lustig um die Stange rumgeregelt. Das sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Vom Licht, das von hinten so kommt. Wie gefällt dir das denn, wenn du das siehst? Ich finde das schön, also weil der Regisseur Uli Baumann sich echt sehr viel Mühe gegeben hat, damit es alles einfach schön und ästhetisch aussieht. Und das mag ich sehr. Ich finde Erotik toll, aber sie muss ästhetisch und schön dargestellt werden.
Gibt es denn denn auch noch eine Liebesszene? Also ich meine nicht in dem Sinne, sondern was fürs Herz? Gibt es da jemanden? Natürlich. Der, natürlich. Also sind sogar gespannt. Mit Happy End. Mit Happy End. Anna und die Liebe ist natürlich auch ein Stichwort. Mhm. Und da kommst du zurück. Wir freuen uns sehr. Ich auch. Und welche Erwartungen hast du denn selber? Auch in die Familie zurückzukehren. Ach, ich bin so überwältigt immer noch. Ich hatte gestern meinen ersten Drehtag. Mhm. Ja. Wie war das? Ach, es war einfach toll. Also ich habe mich direkt, ich habe mit meinem heißgeliebten, liebsten Serienpartner aller Zeiten, Roy-Peter Link, meinen ersten Drehtag zusammen gehabt. Und mein Gott, was haben wir wieder gelacht, am Boden gelegen, Tränen flossen so. Vor Lachen. Nein, echt, wirklich. So. Es war einfach eine Euphorie, die war einfach total schön. Und wir kamen in die Produktion und dann haben sie da hingeschrieben, Genie und Roy, herzlich willkommen, mit so einem ganz großen Banner, wow. Unsere Kollegen. Ach, das war total süß und schön und hat mich sehr gefreut. Und jetzt, wenn ich heute hier mit euch fertig bin, fahre ich direkt wieder hin. Noch was ganz anderes. Es gibt ja Better Place. Genau. Da engagierst du dich für Lima. Was genau ist das? Ich kümmere mich seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz um Straßenkinder in Lima. Das ist sehr wichtig, weil die gar keine Lobby haben. Ja? Niemand berichtet über die, niemand weiß von denen. Und das ist genau deswegen sehr, sehr wichtig. Du warst ja da, hier sieht man das auch. Ja. Was hast du davon mitgenommen, von auch diesen Begegnungen dort? Ah, das hat schon sehr weh getan. Also, weil die haben wirklich gar nichts. Und es sind sehr, sehr kleine Kinder, die sich oftmals für ihre Familien dann früh prostituieren müssen. Und das ist ganz, ganz schlimme Verhältnisse. Aber ich habe mitgenommen, wie schön es ist, wenn diese Kinder einen anlächeln. Weil sie sich freuen und weil sie mitkriegen, da passiert was. Mhm. Wir haben ein Haus gebaut, Las Luces, und da können die Kinder kriegen schulische Ausbildung, schlafen dort, essen dort, spielen dort. Und wenn man dann eben dahin kommt und sieht, wie diese Kinder lachen und es einfach lieben, Kind zu sein, Kind sein zu dürfen. Jetzt kann man helfen. Und zwar mit diesem MP3-Player, der ist aus dem Film, original, der hat mitgespielt. Und Janet Biedermann, das kann man hier schon mal sehen, hat ihn auch unterschrieben. Und den können Sie gewinnen. Es ist gar nicht so schwierig. Sie können spenden und Sie können mitmachen. Und das funktioniert mit jeder SMS, die Sie schicken. Da kann man eine SMS schicken. Und alle Infos sehen Sie da. Also Charity SMS an Kennwort Lima. Die Telefonnummer dazu ist die 81190. Und eine SMS kostet dann 3,17 Euro. Das hilft. Tun Sie das. Und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie den original signierten MP3-Player. Vielen Dank fürs Hiersein heute Morgen. Gerne. Jetzt erstmal 5 Kaffee. Ja. Mit Sahne. Ich trinke leider keinen, das ist mein Pech. Ja, kriegst du trotzdem. Na toll, dann könnt ihr einen Arzt.